So, es passt danke. Schon. Ja, wir sind eigentlich schon dabei hier beim Interview. Es passt schon. Sind wir schon dabei? Ja, sind wir schon dabei. Alles klar. Thomas, du musst dich so ein bisschen zum Lächeln zwingen. Oh, okay. Ja, es geht. Ich lache gern. Aber gute Sprünge waren es. Kann ich zwar wieder sagen, ob jemand glaubt oder nicht, aber... Du, wir glauben dir das schon, ja. Selbst wenn ich das vielleicht nicht so hundertprozentig sehe, aber der Gerd, der sieht es, ja. Natürlich, dieses Springen ist heute auch vom Wind beeinflusst worden. Also Ito und Stoch, die hätten zum Beispiel gar nicht abgelassen werden dürfen. Ne? Auf alle Fälle, die haben es noch eine Nummer schräger gehabt und ist schade natürlich, weil einfach von den beiden auch sehr viel auf dem Spiel gestanden ist, was die Tourneegesamtwertung von Ito betrifft, was den Tagessieg vielleicht von Kamil betrifft. Und ist schade natürlich, wenn es so endet, aber man kann nichts machen. Es ist so, wie es ist und war Schwierigkeiten. Ganze Saison schon ein bisschen schwierig, aber schauen wir in die Zukunft, weil irgendwann wird es besser werden. Thomas, du hast ja gesagt, vor dem Innsbruck-Springen, okay, ich kann lesen, ich weiß, was in der Gesamtwertung Sache ist. Ich konzentriere mich auf die Einzelspringen und da attackiere ich. Gut, eine Attacke kann auch verpuffen, heute ging es nicht. Wer dich kennt, weiß, in Bischofshofen gibst du nicht klein bei. Ich werde auf alle Fälle weiterarbeiten. Also ich habe ein sehr gutes Gefühl, was meine Technik betrifft, weil es einfach echt von Sprung zu Sprung immer mehr Sicherheit, immer positiver wird das Ganze, immer besser und ich vor allem das Ganze immer leichter laufen lassen kann. Was die Gesamtwertung betrifft, bin ich Game Over im Moment wahrscheinlich eher. Es wird ganz schwierig werden, auf einer Chance, ich glaube 37 Punkte oder was es sind, aufzuholen. Aber ich werde auf alle Fälle weiterkämpfen und vielleicht gelingt mir ein guter Abschlusswettkampf in Behofen. Ja. Erstens hast du die Tournee schon gewonnen im vergangenen Jahr. Also das heißt, das muss dir nicht so viel Kopfschmerzen bereiten. Zweitens, weißt du, was du kannst. Drittens, das ist natürlich ein Luxusproblem, welches die Österreicher haben. Und man kennt euch auch. Ihr seid Kollegen, aber jedem das Seine, aber mir das Meiste. Das ist völlig normal. Jeder will ganz vorne liegen. Aber du bist ein fairer Sportsmann, das weiß ich hundertprozentig. Und du gratulierst auch dem Andi und dem Gregor. Auf alle Fälle, natürlich. Die haben heute wieder geniale Leistung gebracht. Speziell in Kofi seinen zweiten habe ich mir von unten im Auslauf anschauen können. Der war gewaltig, wie er von mir zugesprungen ist. Quasi ist ein sensationelles Bild von unten. Hat mich gefreut für ihn, vor allem, dass er einen Begiesel da gewonnen hat. Und gibt nichts Schöneres wieder haben, ganz oben zu stehen. Und deshalb gönne ich es natürlich beiden, den Sieger von heute und den Turnierführenden. Das heißt, dann müssen wir für dich in Kärnten noch eine neue Schanze bauen, oder wie? Ja, vielleicht hätten wir schon eine. Ja. Da habe ich auch ganz gute Erinnerungen an den World Cup. Okay. Thomas, danke für das Interview. Weißt du, wir haben eine Philosophie, man muss nicht immer nur den Ersten, den Zweiten fragen. Weil auch diejenigen, die vielleicht ausnahmsweise mal nicht ganz vorn sind, springen auf dem gleichen Niveau und haben das gleiche Recht, gefragt zu werden. Dankeschön. Okay, Thomas, danke. Ne? Danke, obwohl es mir wahrscheinlich viel schwerer fällt, Antworten zu finden, aber ja. Mittlerweile, sagen wir so. Bist du trainiert. Aber es nutzt ja nichts. Ich schaue nach vorne und ich weiß, dass ich gut drauf bin und dass alles passt, aber es war halt recht, wenn es einmal einhackelt draußen. Toi, toi, toi. Ne? Danke. Ja.